Ja, da sind wir wieder. Wir zurück. Zurück von der Intermannschaft. Aber aus. Die schöne Mobilmachung ging noch weiter. Marie. Wie wir jetzt erfahren aber werden. Das. Hashtag Spoiler. Toll. Spaß. Spaß und Spannung genommen. Morfenny, ihr habt eventuell ja, so das Mal, was mich sprechen will? Ja, während wir den republikanischen Kreuzer umrüsten. Ihr habt euch gut wieder geschlagen, ihr alle. Wären wir im letzten Krieg ähnlich stark gewesen, wäre es nie zum Vertrag von Coruscant gekommen. Wir fühlen uns geehrt, mein Lord. Aber nun erwartet uns eine noch größere Herausforderung. Wo bin ich da? Da stehe ich. Ich habe die Informationen vom republikanischen Schiff durchgesehen und die Natur der Fabrik ist mir nun klar. Ihr habt gesagt, dass der Imperator bereits 300 Jahre hinter ihr her ist. Sie ist sicher überaus wertvoll. Wie alt ist denn der Imperator, Alter? Allerdings. Spezifikationen der Fabrik entsprechen denen von Arthur ist unsterblich, glaube ich. Geschichtlich erfassten Raumstationen. Jeder dieser legendären Raumstationen konnte Technologie in großen Mengen fertigen. Eine konnte Planeten umgestalten, eine andere hat ganze Raumflotten produziert. Die Sternenschmieden. Die Fabrik produziert endlose Armeen von Droiden, die dem Meister der Fabrik gehorchen. Was denn? Ein Mann, der durch die lange Gefangenschaft ist. Hey, über der Fabrik, was jetzt kommt. Ich liebe es. Mein Lieblingsflashpoint immer noch. Dieser Mann, die Armeen der Fabrik kontrolliert, müssen. Kann man die später auch alle einzeln machen, oder wie ist das? Zu seiner besten Zeit war er ein mächtiger Krieger. General ja, nee, das glaube ich nicht. Für manche alleine ist, glaube ich, zu krass. Seine jetzige Verfassung kann ich nicht einschätzen. Morfenn hier, ihr dürft fortfahren. Die Fabrik ist in einen Asteroiden eingebettet, der von der republikanischen Flotte abgeschottet wird. Der von uns gekaperte Kreuzer sollte die Blockade ohne Probleme durchdringen können. Ihr werdet den Kreuzer direkt zur Fabrik fliegen und den Bodenangriff leiten, während unsere Schiffe aus dem Hyperraum kommen und die Flotte angreifen. Die Fabrik wird uns gehören und ihr werdet den Jedi-Meister ausschalten. Und was macht ihr, Mahelguss? Ich wusste vom Jedi-Meister, aber die Super-Droiden kosten extra. Bekommt alles, was ihr euch nicht gerade hier. Tschüss. Wir kämpfen nicht bloß um die Fabrik. Ihr habt nur extra Geld rausgeschlagen. Das zeigen, dass das Imperium nicht aufzuhalten ist. Tittenbonus. Ja, siehst du, einer muss es schaffen. Geil. Da kommt er. Oh. Schauen wir mal. Gibt es eigentlich für Star Wars eine App, dass man die Gefährtenquests nebenbei machen kann? Also die Farm und sowas? Nee, ne? Nee, glaub nicht. Gerade. Wäre aber cool, oder? Wäre cool, ja. Aber, weiß nicht. Oh, hier wieder Gefechtsdruiden. Komm, es geht wieder Solo. Echt? Wieder alles. Oh nein. Oh Mann, ey. Das ist doch scheiße. Ja, ehrlich cool. Mal, ey. Kann ich dich irgendwie wegschicken? Weiß nicht gut, wenn ich das ist genau mein Ding. Ja. Das ist richtig schlecht, ist das, ey. Maul. Wir sind fast 50, ne? Wir könnten jetzt eigentlich auch nur noch die Story machen auf jedem Planeten. Hier sind wir auch gewesen, ne? Weil wir den Typen getötet haben, ne? Ja, genau. Ist voller Techniker hier. Techniker. Marinesoldaten. Was geht, Matros? Was geht ab? Wer ist der? Matros. Steuermann, Kurs auf die Fabrik. Bestätigt, Kurs wird geändert. Wollt ihr der Crew vor dem Angriff noch etwas sagen? Na, so geil. Crew was sagen? Verschwendet nicht meine Zeit. Verschwendet nicht meine Zeit. Und ich bin nicht hier, um Ihnen gut zuzureden. Bringt uns auf Lichtgeschwindigkeit. Ei, ei, Hyperantrieb wird aktiviert. Immer nett wie immer. Charmant wie immer. Der ja, liebe genau. Erik. Ja, kennt man nicht.
Mopsgeschwindigkeit. Übertrage Autorisierungscodes an die republikanische Flotte. Wir dürfen die Blockade passieren. Nähern uns der Fabrik. Empfange Übertragung. Landekontrolle an den republikanischen Kreuzer Dorrance Sky. Ihr seid 6 Stunden zu spät. Gab es ein Problem? Tschüss. Tschüss. Wir sind an der Ciao. Blockade vorbei. Bringt uns zur Fabrik. Richtig schlecht, ey. Aber sie werden misstrauisch sein. Fliege hinein. Hässlich, ey. Wir haben angedockt. Noch geschätzt. Wir haben angedockt. Bis zum Eintreffen unserer Flotte und dem Beginn der Schlacht. Wenn ich so frei sein darf, würde ich vorschlagen, dass ihr in die Offensive geht. Okay. Das können wir gut. Ich will so richtig Skip-Tummel hier, ey. Junge. Was? Die Offensive? Ah. Das mache ich nicht. Ja, fast zu schwer. Wieso kann ich deinen Schalter drücken? Das ist ja eigentlich. Ich glaube, richtig. So. Wie ist das nicht hier unten? Wo muss ich hier hin? Hör mal. Da lang. Ich wäre falsch gegangen. Brauche ich hier. Ui, ey, Gegner ist das hier. So, Erschütterung, Rakete. Alle Bereiche umgehend verriegeln. Wiederhole, alles verriegeln. Ums. Oh, fuck, falsch, ich krieg immer. Der eine ist eingefroren. Ja, mach es mal hier spannend, ne? Ja. Hm. Das ist ja so richtig fordernd hier. Fordernd? Das ist richtig fordernd, oder? Das Schlimme ist, die nehmen ja die Viecher in die Agro so doll auf sich, ne, dass ich gar nichts machen muss. Ja, jetzt kommen sie zu mir. Oh, falsche Fähigkeit gemacht, egal. Ciao. Guckt's euch an, die Schlacht. Die Schlacht um die Fabrik. Oh, deine Gefechtsdruide hier, der ist aber schon fast down. Da down. Wer hält das aus? Es geht. Es geht ein Punkt.de. Das Tod hört sich gut an. Haben wir alle getötet? Ich kriege alles, gell? Ich habe noch nie alle hier in diesem Raum getötet, ne? Noch nie. Wir bleiben hier, um das Schiff zu verteidigen und euren Rückzug zu sichern. Viel Glück. Erste Mal. So richtig öde ist das. Das ist richtig öde. So Schwachsinn ist das. Das ist ein Ruin. Ey. Gehen alle her. Wollen wir irgendwas machen, ey? Komm überall hin, sonst ist schon tot. Ja, muss nichts machen. So, durchrennen. Voll Mann. Ja, wir können doch einfach durchrennen. Müssen wir irgendwas erreichen? Irgendein Ziel? Irgendwen? Ja, ich mach das schon nebenbei. Wir können doch einfach durchrennen zum Ende. Des Schlauchlevels. Oh, ein fettes Viech. Cool. Ah, das ist nicht so fett, wie du denkst, glaub mir. Ein Level erreicht. Die ist schon tot. Hä? Level 49 erreicht. Auf Verstärkung brauchen wir nicht zu hoffen. Was, ich werde da geplündert. Oh, Entschuldigung. Wenn du brauchst, dann nimm. Bald du stirbst. Sterb echt. Wo ist mein Druide hin? Der steht hier vorne, kämpft gegen die. Jetzt ist er da. Welche weiterhin? Ehrlich, ne? Hallo. Was geht an bei euch? Töten? Wow. Tschüss. Da rennen sie weg. Hey, viele. Hin zu meinem Druiden. Ja, ich sehe das hier gerade. Ciao. Ah.
Was machst du? Da machst du einfach die ganze Zeit diese scheiß Dinge oder was? Deinen Bonus mach ich die ganze Zeit. Der ganze Plündern, Michi. Oh, jetzt wird's richtig spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Oh, der Druide springt hin und her. Das sieht echt gut. Das sieht nicht gut aus. Der Zustand des imperialen Zerstörers Firelands ist kritisch. Die republikanische Flotte hält stand. Jetzt auch noch hinkriege. Nein. Oh, fuck. Ciao. Was denn? Bus angelockt. Bist du? Hallo. Ja Leute, ich weiß, das ist ein bisschen Schwachsinn, was wir hier machen, aber was sollen wir machen? Irgendwie muss man es ja, ja spannend gestalten. Was soll das, ey? Das ist ja sowas von easy, das kann man... Weiß ich nicht. Wollen wir irgendwie nach Hause gehen oder was? Ey, keine Lust mehr hier oder was? Tut der nicht, ich sehe die Schule nicht. Warte, was läuft da hinten rum? Wollen wir den Boss schon töten? Na, mach doch. Wir machen hier okay. Schön den Bonus. Alles schön. Alles easy, alles leisure. Oh, falsche Schwierigkeit. Der greift den Gefechtsdruiden an, verliert gegen den. Ciao. Ja, Fabrikhüter, ey, am Arsch. Hier könnt ihr gar nichts hüten. Da hinter der schießt noch was. Ja, ich weiß. Weißt du, siehst. Also, okay. Hab ich ja angelockt. Ich lock alle an. Hier wird alles vernichtet jetzt. Das komplette Fabrik wird ausgerottet. Für das Imperium. Hier bleibt nichts mehr stehen. Wird alles niedergemacht. Ja, ist echt kacke, ey. Ist halt da ist es echt schade, dass wir nicht mehr so lange gespielt haben, ey. Huch, ey, die ganzen Flashpoints hätte ich echt gerne noch schön genossen, aber so kann man die ja echt nicht mehr genießen. Ja, aber es ist halt echt dumm gemacht so an sich. Das ist voll Schwachsinn. Ja. Du musst halt nichts mehr Aufwendiges machen, um hier wirklich durchzukommen. Auch allein das Leveln. Zum Beispiel hier zur Ruhe. Ruhebonus habe ich jetzt zum Beispiel zwei Levelleisten voll und ich bin jetzt gleich schon wieder Level up. Warte, ich habe noch einen XP-Boost. So, dreistündigen XP-Boost reinkloppen. Okay. Ah, die Mission kenne ich. Ja, ein bisschen weil du auch schon 49 bist. Nicht langsam mal gut? Was ist das? Wer ist gut? Ist nicht langsam mal gut? Ja, Entschuldigung. Ich bin gerade mal 46, Mann. Ich auch. Mann. Martin, das du weißt doch, das bin ich. Halt. Ich. Wir müssen miteinander reden. Weiß nicht, wer ich bin. Ich bin was ist eigentlich mit dem Fernseherfuß? Der war unterwegs. Ein Gefangener des Imperators. Ist weggelaufen. Nun der Mann, den ihr verdichten wollt. Was ist eigentlich für ein Pimmelberger? Kauf Fernseher ohne den Fuß. Hä? Maul. Ja, immer an der Wand, ne? Und er weiß nicht, wo der ist. Ja, das Geile ist ja, bei eBay kostet das auch 100 Euro. Ich bin mit Fuß, hier, um die Station die zu erobern. Ihr steht mir lediglich im Weg. Das ist richtig. Das glaubt ihr jedenfalls. Den kauf hier lieber. Aber Meister haben andere Prioritäten. Doch Eva, oder nicht? Vor 300 Jahren das ist richtig. Das Imperium in den Sternen entdeckt und mich gegen den Imperator persönlich gestellt. Er muss nicht auf Fuß warten, bis er nach Hause kommt. Ich habe den Preis bezahlt. Denn der Imperator hat jahrhundertelang in meinem Geist gewütet. Aber ich habe ihm nicht. Wo willst du denn noch einen Fernseher kaufen? Ich bin der Beweis, dass man der dunklen Seite widerstehen kann. Das war schon was Feines. Ja. Man braucht dazu nur die nötige Willensstärke. Jede Macht kann begleitet werden. Michi sich bewegt. Dann verschwindet. Ich habe die Größe größer machen, Michi. Ja. Er muss vernichtet werden, samt allem, was er geschaffen hat. Oder die Galaxis wird bis in alle Ewigkeit leiden. Ihr müsst nicht mit ihm sterben. Ergebt euch. Und ihr könnt seinen Krieg in aller Ruhe als Gefangene betrachten. Nö. Ihr selbst wolltet dem Leben als Gefangener entfliehen, aber ich soll so einfach aufgeben? Das hatte ich gehofft. Ihr lasst mir keine andere Wahl, als die Fabrik gegen euch einzusetzen. Diese Maschinen sind Vernichtungsdroiden. Meine endlose Armee. Leb wohl. Mhm. Ciao. Ja, gesagt, bis gleich. Hashtag Spoiler. Er bereitet jetzt Kaffeekränzchen und so vor. Gegner!
Oh ja, Kaffee wäre jetzt auch. Kuchen, das wär's. Kuchen. Kuchen. Da klopft wer. Falsche Fähigkeit, ich drück mal die falsche Taste. Was ist hier los? Mal draufdrücken. Was macht ihr denn hier? Button. Wir müssen einen Bonus machen. Bonus. Haben wir die nicht schon mal gemacht, den Flashpoint hier? Nee, oder? Nee. Dann hätten wir die Mission ja nicht mehr. Also die Story-Mission. Sag ich doch. Beobachtung. Ah, nee, ich hab die Beobachtung. Oh, HK-47 meldet sich. HK-47? Okay. Fleischsäcke. Das ist der Charakter, der es aus diesem Spiel in das Handy-Game geschafft hat. Naja, das wird wahrscheinlich nicht klappen. LOL, der Gefechtsruine ist fast tot, der Alte. Oh, das schaffe ich nicht. Ich leb dich gleich wieder. Ciao, und da kommt eine ganze Army. Juhu! Schade, dass es hier keine freie Kamera gibt, dass man so rumfliegen kann. Gucken kann. Würde ich einfach durchrennen bis zum Ende. Dann sterben und euch zugucken. Schade. Alle tot, ich hab allein gefroren, lol. Wie viel Erfahrung kriegt man denn hier? Ist ja abnormal. Da liegt was, lass es aufheben. Kriegt man mittlerweile an jeder Heiler diese Fähigkeit, dass man einen Kampf wiederbeleben kann? Hab ich glaube ich gar nicht, oder? Hab ich das? Ja, Mende kriegt das glaube ich erst. Also ich weiß auf jeden Fall, der Saboteur kriegt das auf jeden Fall. Das weiß ich. Ja, guck ihn dir an. Oh ja, den bringen wir jetzt um. Oh, den kann ich nicht ranziehen. Wäre cool, wenn es anders umgegangen wäre. Bald, du kannst auch wegschieben. Kann ich das nicht auch? Hey, wo wollen die hin? Achso, zum Gefechtsdruiden. Da fand ich. Hey, ernsthaft, die sind auch Kolto-Stationen? Bei Mini-Gegnern hier? Alter, was haben die da geraucht, Alter? Was soll denn sowas? Maul, ey. Dass wir die Gefechtsruinen nicht nur schon reichen würden. Nein, so eine Kultestation hinstellen. Ist ja voll heftig, das Ding hier. Und das schafft man es ja auch nicht. Man kriegt doch immer 7000 Erfahrung pro getöteten Gegner, ey. Wieso kriege ich von den Gegnern nichts? So, ich bin zu weit weg. Deswegen bin ich so hinterher mit dem Level. Ja, jetzt such auch noch Ausreden. Ich krieg die ganze Zeit gar nichts. Ah doch. Ich hab den Chat ganz klein, deswegen. Bin die Partyheldin. Das klappert mal. Party im Gange. Wir sind Kampf. Achso, der läuft doch wieder weiter. Seid euch doch mal. Ich bin auf. Du bist auf jeden Fall tot. Ja, weil ihr zu langsam seid. Wir müssen noch Bonus machen. Huch, da liegst du ja schon. Entschuldigung. Hey, noch nicht bereit. Kann dich nicht wiederbeleben. Oh. Warte. Denn? Danke. Ich bin gerade noch nicht bereit. Hallo, ich sehe euch. Hallo. Hallo. Kannst du nicht rüberziehen? Ja, wir können aber keinen Kampf jetzt machen, weil wir in der Truppe sind. Aha. Sonst würde, ja, würde das gehen. Ich das könnte auch Plätze tauschen. Geben. Immer den, der lang läuft. Nein, das ist Detlef. Nee. Nicht. Ey, lass ihn mal. Wer hat jetzt die Tür aufgemacht oder wie die Tür aufgemacht? Hoch, hoch. Wie viel Mist habe ich hier eigentlich im Inventar? Ja, ich krieg auch diese Scheiße hier so viel. Cool, Alter. Das war voll gut.
Mann, ich will doch nur hier meinen Ohrstecker, mein Implantat anlegen. Aber ihr lässt mich nicht. Och Mensch. Hast du eigentlich die Fähigkeit, Sprengpfeile, wie der heißt? Ich glaub ja, ne? Was? Ein kleiner gelber Pfeil ist das bei dir. Nee. Weil bei mir ist nämlich jetzt der entfernt worden und der heißt jetzt Trümmergeschoss. Der explodiert sofort, wenn ich ihn schieße. Ich hab die Fähigkeit, glaube ich, noch nie gehabt. So. Weil man hat den damals gehabt. Ich kann ihn töten, war. Die Droiden, die greifen uns immer noch an. Haben wir jetzt alle Bonus hier? Nach vorne! Bildgenerator. Alle die Tür anfassen. Yes. Michi muss auch noch kommen und anfassen. Michi, fass es an! Feststellung. Sie Heckler und Koch 47. Ja. Ich bin HK 47, der engste Vertraute meines Herrn. Einst war ich ein Attentäter-Droide, aber nun ist es meine Pflicht und mein Vergnügen, die mechanischen Armeen der Fabrik zu befehligen. Da ist aber jemand ziemlich von sich selbst überzeugt, was? Einspruch. Mein Stolz ist absolut gerechtfertigt. So, so. Die Vernichtungsdroiden sind die Glanzleistung meines Herrn. Sie sind mit Bioscannern ausgestattet, die einen Sith am Gencode erkennen können. Alle Lebewesen mit Sith-Herkunft werden getötet. Das trifft auf 97,8% der imperialen Bevölkerung zu. Es ging euch nie um den Krieg. Du sprichst von Völkermord. Hervorhebung. Völkermord zu 97,8%. Anmerkung. So sehr ich mich auch darauf freue, geil, unsere Feinde Planet für Planet auszulöschen, habe ich doch die persönliche Konfrontation vermisst. Wollen wir mal vorschlagen. Ihre Knochen werden hübsche Trophäen zur Erinnerung an meinen ersten Mord seit langem abgeben. Ein Krieg. Ach, jetzt aber wartet schon. Du redest zu viel. Hätte ich direkt rauskommen können? Michi, du hast Blaster. Aha. Oha. Nur hier sind drei von solchen Gerätschaften zum Heilen, ne? Naja, ist wahrscheinlich sofort weg. Gleich. Ja, Queen, du darfst schnell die Leben weggehen. das ist so lächerlich. Nein, nee, das war früher einer der schwersten Gegner in den Flashpoints. Denn? Tot? Nee. Nee, so schnell auch nicht. Warte mal ab. Sind dauernd. Macht denn der? Mal drauf achten. Vielleicht diesen Behälter wieder. Ja, wir müssen gleich die Ecken, müssen wir alle gleichzeitig betätigen. Das ist verbuggt, ja. Noch nicht drücken, jeder zu einer Seite. Oh, wurde gerade von irgendeinem Ding da platt gemacht. Hallo. Denn das hier. Oh, standst du etwa drunter? Ja, dann egal. Aktivieren. Ja, geht. Oder nicht? Ja, das weiß man noch nicht. Wenn er verbuggt ist, macht er Millionen Schaden. Da ist gleich tot. Ja, wenn das noch so ist. Stimmt, ich glaube nicht, dass sie das gefixt haben. Wieso kommt denn das da runter, dieses Ding? Ja, weil es so ist. Ja, weil es so ist. Maul. Was ist das? Oh, da hinten ist noch ein Ziel. Er steht ja immer nur rum. Er hat keine Lust mehr zu kämpfen, er möchte nicht mehr, er möchte nur noch sterben. Wollen noch. Oh, ich hab auf Kopf bekommen. Was zum Teufel. Ja, geil. Weg mit dem Loot. Ich muss hier noch was kaputt machen, hier auch. Schade, Martin bleibt tot. Ist Martin da drunter noch? Martin ist da drunter. Oh, nee. Oh, Maul. Muss zurück zum Medi-Center machen.
Man könnte mich nie wiederbeleben? Ah, nee, ich bin ja. Ja, wie denn? Du bist da drunter. Kann er nicht Stuck angeben? Wenn er Stuck angibt, dass er rauskommt? Also aber zwar die Leiche, wenn er tot Leiche ist. Rauskommt. Ja, ja, kann er wirklich sein. Ich glaub nicht, dass er schon für die ist. Ich glaub auch nicht. Warte mal. Hey. Haben wir den nicht schon mal besiegt, den Typ? Letzte. Ja, warte mal. Die nicht sichtbar. Ciao. Tschüss, Martin. Ach, jetzt! Oh, bin ich gut. Bin ich geil. Weil ich aktiviert habe alles. Und wo ist der Loot? Hat er den mitgenommen nach oben? So. Hä? Wie cool ist das? Ja, der ist weg. Ich. Gibt's nicht. Held auswegen ist nicht. Weg das schon. Wo ist eigentlich mein Gefechtsdroide? Er ist weg, wenn du stirbst. Oh. Dann wird alle einmal sterben. Ja, ja, dann lass das mal machen. So machen wir das eigentlich nicht. Sterbt mal weg. Rennt einfach mal durch. Sterbt alle einmal weg, bis der Gefechtsdroide weg ist. Dann ist es wenigstens wieder ein bisschen spannend. Meinst du? Warte, ich mach die Bonusziele. Ja, das kann ich auch machen. Ihr müsst durchrennen, sonst sterbt ihr nicht. Okay. Hui. Weiter, Michi, weiter. Weiter. Weiter rennen. Ja, rufen. Martin, wieso hast du dein Gefechtsdroide noch? Ja, ich dachte, er ist weg, wenn ich tot bin. Ja. Aber ist er anscheinend gar nicht, wa? Ja, aber meiner ist auch weg. War er letztes Mal auch. Ich glaube, der ist einfach abgekratzt. Es dürfen nur zwei da sein. Also meiner müsste jetzt da sein und Michi ist eigentlich. Ja, und ist vielleicht gestorben. Muss er vielleicht sterben. Der Druide ist aber gestorben. Weiter rennen. Boah. Weiter rennen, immer mehr Gegner anziehen. Figert hier. Hui. Ja, weiter rennen. Die heilen sich doch immer. So bringt das nichts. Ja, stimmt ja. Ich mach mich schneller. Ich glaube, das funktioniert nicht, was ihr macht. Ja, meiner ist doch auch weg. Hui. Boah, absorbiert. Seid nur zu langsam. Absorbiert. Was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir Speedschuhe anziehen oder was? Nee, Martin. Du hast anders eben abgekratzt, direkt vor meiner Nase. Ja, siehst du? Doch. Wo der nächste weggekratzt wird. Perfekt. Also Michi, nee, ist von Michi hinterher geportet. Michi, immer zurück. Müssen wir die nicht töten? Ah, die sind alle hinter Erik her. Töte mal. Ich muss erstmal sterben. Mein ist doch tot, oder nicht, mein Typ? Nee, du hast die Aggro. Achso. Greif mich ihn nicht an. Hört mich jemand? Sie benutzen die Waffensysteme. So ist das. Hä, haben wir nicht alle Boni gemacht? Ihr müsst die Kontrolle übernehmen. Fehlen alle die Sender hier bei euch hier. Hier sind noch Sender irgendwo, ne? Boah, ich kann es richtig. Warum gibt's hier so ein Medi, so einen Booster? So eine Lebensscheiße. Und nicht genug haben, wa? Warte mal, hier ist noch die Signalsender sind doch. Martin, deiner lebt immer noch. Ich hab noch gesehen, wie er umgekommen ist. Das ist Michi seiner hier. Ja, ist gleich tot. Aber ich glaub nicht. Nee, das ist so wenig. Ja. Nee, weil. Ja, da ist ja nichts. Ja, muss doch nichts machen. Ja. Mach mal die Bonusziele hier, ne? Ja, mach das mal. Das ist so lächerlich, Alter. Das kann man mit denen gar nicht verkacken. Das geht nicht. Eigentlich kann man einfach Endgegner angreifen und sich in die Ecke stellen. Der Wurm ist da. Ja, mach mal nichts. Der soll mal den Dings angreifen, ja. Nee, er greift mich an. Er greift meinen Typen an, oder? Ja, er greift meinen Unterdruiden an. Ach, du hast dann auch noch. Ja, da kam er gerade wieder, glaube ich. Ja. Also, wieso kommt meiner denn nicht wieder? Kann sein, wenn wir noch leben. Der ist sich auch festgebackt oder so. Ja, das war aber letztes Mal auch so, dass meiner weg war. Ja, weil du gestorben bist oder nicht? Vielleicht muss man selber ja sterben. Ich weiß es nicht. Ich schieße auch nur auf den, der auch nicht. Also dieser Gefechtsdroide macht alleine da zwei Typen platt, ne? Jetzt kommt er wieder her. Ja. War gar kein Problem.
Oh, ihr rastet völlig aus. Ist doch lächerlich, ja, Alter. Ja, scheiß drauf, das bringt nichts, egal. Ich renne jetzt wieder durch, ist mir egal. Das macht Bonus. Doch so keinen Spaß. Das stimmt. Aber egal. Ja, ich scheiß auf den Bonus, ist mir egal. Nein, wir brauchen den. Den Lost Bonus. Gibt's Mega-Loot bestimmt. Sag ich doch, Level 50. Cool. Ich bin einfach mal 2 Level bis jetzt gestiegen. Das ist Deutsch, lächerlich. Das ist Deutschland. Ach ne, das ist was Falsches. Oh cool, meine Hitzeexplosion macht jetzt in der Umgebung Schaden. Boah. Wieso kriege ich auf Level 50 nichts anderes? Komm-Kanal kann nicht aufrechterhalten werden. Nein. Wir haben keinen. Mal bist du Abonnent oder was? Mit deinen Erfahrungspunkten. Ja, unglaublich. Ja, unglaublich. So. Hey, Sebastian, ihr seid schon hinter mir? Maul. Bist ja nicht weit gekommen. Wo sind denn hier Gegner? Hey, Jungs, Bros. Hey, cool. Hallo, Michi. Alter Junge, die rasten zwar völlig aus. Der kriegt rennt einfach ganz stumpf lang. Ja, das ist echt schade. Das stört mir gerade mein Lieblings-Flashpoint. Die machen mir ja, keinen echt, Schaden. Das macht doch keinen Spaß. Was denken die Entwickler sich? Was ist der Gedanke dahinter? Das ist doch einfach nur Schwachsinn. Ich ganz ehrlich, ich frag mich, ob die hinwollen. Hey, was machen die denn? Grüß Michi. So. Haben wir es endlich geschafft, die Gefechtsruinen wegzubekommen. Die Jungs haben es endlich hinbekommen. Welche Stufe 40 erreicht? 47. Ja, unglaublich. Ja, das geht nicht. Ha. So, jetzt können wir endlich vernünftig den Flashpoint machen. Jetzt die Gefechtszüge nehme ich weg. Nee, Gegner. Wo seid ihr? So, seid falsch runtergesprungen. Wir können jetzt richtig spielen, wir können jetzt kämpfen. Ist das nicht schön? Das gehört da nicht. Das kann nicht mal sein. Sinn ja alles so, ja geil. Guck mal, Michi greift die einfach an. In drinnen. Uff. Bleib stehen, Mann. Jetzt kommen sie alle zu mir. Guck mal, selbst ohne Gefechtsdruiden, das ist so leicht. Und dazu dann noch Kolto Tanks. Das ist doch lächerlich. Was sollen wir denn da noch verkacken? Das ist doch überhaupt keine Schwierigkeit. Das ist doch wirklich einfach nur durchrennen, wenn man normal spielt. Das stimmt. Das ist überhaupt keine Herausforderung, nix. Ich hab's ja hingeklatscht. Mein Scheiße, ey. Gefetzt. Gebrochen. Guck mal, wie die Gegner wir hier schon getötet haben, Alter. Hier, Ine, wollen töten. Ja, alles wegmachen, ja. Ich wette, wenn die Operationen auch so angepasst wurden, dann können wir die locker zu viert machen mit Gefährten. Gar kein Problem. Ja. Ja, ich glaube, die sind noch so wie vorher. Oh, sie trotzdem was heilen konzentrieren, mein Freund. Ray, der von mir. Okay. Oh, der will mal malen. Wie heißt du nochmal? Erstmal heilen hier mit diesem Gerät hier. Puh, der ist fast gestorben. Ja, das war richtig knapp. Das war echt richtig knapp. Ich hab wirklich 50% Leben nur noch gehabt. Volk abgeschlossen, Fabrikhenker. Geil. Muss man Rüstung und so verlieren eigentlich? Ja. Ja. Sieht alles im Arsch, alles irgendwie 0%. Ciao. Jetzt muss man reparieren? Ist ja scheiße. Sonst bist du nackt, hab ich doch gerade gesagt. Was macht man denn das?
Du gehst auch zum Händler, egal welcher, der hat dann so eine Reparatur. Ich will dann einfach reparieren. Ah, warte, ich kann den einfach hinstellen. Lass mal entstehen, sagt mich hier auch einfach. Reparatur hier. Boah, das brauche ich ja nicht unbedingt. Ich mach das irgendwann mal heile. Ich mach das schon seit Wochen kaputt oder so. Er sagt, er macht es irgendwann heile. Ja, stell mal hin, Michi. Mach ich. Ich benutze den. Genau, ich benutze den auch. Michi als Einkommen kriegen wäre cool. Was denn der? Gut, war halt auch. Glitzerpulver. Kauf. Muss ich jetzt draufklicken, alles reparieren, ne? Ja. Zack, fertig. Komm, alles getötet soweit, Alter. Hier, ach hier, behalte Buff mal bitte. Was? Nö, keine Lust. Okay, dann lass das. Richtig nice, so ein süßer Roboter, der. Oh, der verkauft ja Glitzerpulver. Ja, nur für dich. Geil. Okay, ich wünsche mir gleich einen. Kaufen wir erstmal 20 von. Geld muss weg. Ach, 50, komm, 50. 50 Pulver. Also ich will ja nichts sagen, ne, aber ich bin gleich 51. Ui. Ja, wann erreicht man so schnell Level, bitte? Mit dem man Erik heißt. Ach, guck mal noch. Ja, wir kriegen jetzt auch in der Gruppe mehr Erfahrung, ne? Du bist auch ja viel schneller auch älter. Also, hey. Wenn wir erst 20 sind, bist du schon 50. Ja. Wie man hier schön erkennen kann. Du meinst wohl, ich bleib ewig jung. Die HK-Einheit, die ihr zerstört habt. Er hat 300 Jahre lang ergeben gewartet. Ich kann ihn wieder aufbauen, aber er wird nie mehr derselbe sein. Erkennt ihr nicht, dass ihr auf der falschen Seite steht? Der Imperator bedeutet den Tod. Für euch, für mich, für die ganze Galaxis. Trottel. Das macht es nur noch schlimmer. Ich habe geschafft, was sonst keinem gelungen ist. Als junger Jedi zog ich in den Krieg. Ich habe die Gewalt und die Dunkelheit akzeptiert. Und der Imperator hat mich durch die ganze Galaxis zu sich gerufen. Er machte mich zum Sith Lord und gab mir den Namen Darth Revan. Ich habe in seinem Namen getötet und mich gegen die Republik gewandt. Aber ich werde es wieder gut machen. Genug gejammert. Es ist aus. Hey, meine Maske. Was soll denn das? Dann lasst uns kämpfen. Ja, ja, komm, lass deine Moves sein, kriegst ein paar Kugeln. Ja, aber glitzert ihr schon wieder durch die Gegend, ey. Goldig Glitterflitter, ey. Händlitzer alle, kurz aufladen. Glitzer muss aufladen. Dafür sorge ich. Cool, so, ey, woi. Hin. Ich zeige euch, wozu die Macht im Stande ist. Wo hin? Er würde dich töten, Stranzi. Achso, ich muss ja. Ja, er greift random an. Oh. Er ist mächtiger, bevor ich es mir vorstellen kann. Macht er überhaupt Schaden? Ich weiß es nicht. Aber ich kann die Agro doch ziehen von ihm. Ohne Probleme. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, es ist eine Special-Attacke. Normalerweise, wenn man da drin stehen bleibt, ist man hin. Nix. Gar nichts gebracht. Doch, ich kann er jetzt total. Oh, okay, das macht doch ein bisschen Schaden. Wow. Aha. Hey, aber die hat auf jeden Fall ein bisschen Schaden gemacht. Er ist immun. Will der, was Eier legt. Freund. Ciao. Ach, lass den liegen. Ja. Werde jetzt cool. Wer nicht? 198. Wow. Wahnsinn. Oh, wow. Wahnsinn. Richtiger Mumpitz, ey. Das ist, ach, hier muss man die Mission ja auch machen, um den HK-Druiden zu bekommen, den anderen. Hey. Ja.
Ja doch, es liegt da rechts, das Ding. Stationskontrolle an die imperiale Flotte. Ja. Die Fabrik gehört uns. Ausgezeichnete Arbeit von allen. Wir haben gute Männer in der Raumschlacht verloren, aber wir zerstören gerade die letzten. Ich muss sagen, den Loot haben wir geil abgegriffen. Ich gehe davon aus, dass der Jedi-Meister ebenfalls sein Ende gefunden hat. Ich hab gar keinen Loot bekommen, nur einen. Kaum unterhalten, wenn er ein Implantat, das sei alles übergangen. Wir müssen solche getöteten Ziele bestätigt wissen. Darth Malgus möchte euch auf dem Flaggschiff sprechen, sobald hier alles gesichert ist. Es gibt noch einiges zu bereden. Fenrir, Ende. Alles klar, alles klar. Schuss. So, und Level? Ah, nee, ja, hier liegt das Ding. Ja, eigentlich liegt da genau der HK. HK, Loyalitätsschiff. Ciao. Nein, spring nicht. Oh, wow, 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 wow. Das ist gefallen, ne? Du bist tot. Was ist denn jetzt hier Phase? Hä? Ja, cool, ich bin wieder auf der Flotte. Egal. Bereich verlassen. Das habe ich natürlich gewusst, das war alles geplant. Ja, ja. Partyhelden Ersina, Gottheit. Nee, ich bin am Anfang. Oh. Okay. Ganz am Anfang gelandet. Hast du natürlich gewusst, wolltest du zu testen, ne? Ja. War alles geplant. Ui. Oh, hier das nächste Gespräch. Mobilmachung. Und, ja, aber das, was ich da als Belohnung kriege, ist schlechter als meins. Und ja, doch. 140er Armierung habe ich drin. Angriffskraft. Bildstärke. Halt euch. Jo, ich komme. Wenn ich mir an hier. Die Schlacht ist entschieden. Die Fabrik gehört uns. Und war ich, es war auf jeden Fall eine krasse Schlacht. Wenn wir sie richtig einsetzen. Ja. Genau deshalb wird das Imperium siegen. Nicht nur wegen seiner überlegenen Waffen, sondern vor allem wegen seiner überlegenen Persönlichkeiten. Ohne euer Team hätten wir niemals so einen Schlag ausführen oder den abtrünnigen Revan besiegen können. Genug der Worte. Was ihr sagt, ist wahr. Aber mit netten Worten ist eure Schuld nicht beglichen. Lagereinheiten aus meiner persönlichen Schatzkammer werden eben gerade zu eurem Schiff gebracht. Unsere Teams sind auf dem Weg zur Fabrik. Es wird eine Weile dauern, aber wir sollten alles retten können. Sogar die HK-Einheit, wenn wir es wollen. Vielleicht besitzt sie nützliche Erinnerungen. Und vielleicht können wir sie verbessern. Und wenn nicht, bleibt uns immer noch eine neue Armee und ein Sieg, der in die Geschichte eingehen wird. Wir haben gezeigt, dass kein Möchtegern Sith oder Jedi-Meister sich mit dem Imperium messen kann. Auf Dromund Kaas wird bereits gefeiert und schon bald wird der Jubel zu einem Kampfschrei, wenn der wahre Krieg beginnt. Wir haben euch einmal geholfen, aber wir sind nicht euer persönlicher Stoßtrupp. Denkt daran. Das werde ich. Genießt die Früchte eures Erfolgs. Dank eurer Hilfe wird sich das Gesicht der Galaxis erheblich verändern. Bestens, Papi. So, so. Alter, was hier? Guck mal, die Beherrschung ist zwar besser als meins, aber der Rest ist schlechter. Ja, liebe Freunde, das soll es aber erstmal gewesen sein. Ich hab die Schnauze voll. Bis zum nächsten Mal. Ciao.